glaube, der entscheidendste Punkt in meinem Leben war, als ich gesehen habe, dass es keinen Unterschied zwischen den Dingen gibt, dass alles ein großes Feld ist, in dem alles gleichberechtigt existiert. Also in dieser Wahrnehmung gibt es einfach keine Trennung der Dinge. Alles existiert in einem großen Feld. Und das hat mich bis heute, begleitet mich das und diktiert mir auch irgendwie meinen Stil. Ich kann gar nicht anders, wie zu versuchen, aus den vielen kleinen Dingen eine große Einheit zu machen, um dem Betrachter zu veranschaulichen, dass das da ist und dass wir nicht alles in kleine Teile trennen müssen, alles in kleine Schubladen stecken, sondern, weißt du, scheiß auf diese Schubladen. Es ist alles gleichberechtigt und alles da, die Welt, das ist eine große Kausalkette von Zuständen. Und wir urteilen die ganze Zeit über das, was wir nicht kennen, das, was uns fremd ist, das, was uns nicht gefällt. Aber es ist alles ein Teil dieses großen Ganzen, was wir Universum oder Erde oder unser Leben nennen.